braucht man sich ja eigentlich gar nicht. Da braucht man ja eigentlich gar nichts zu sagen. Nee, nee. Ich gucke manchmal in die Aufnahme rein. Also was ich schon, was bei dir halt ankommt. Und da muss ich selber schmunzeln, wenn ich das sehe. Wow. Oder wenn ich manches, so manche Szenen sehe einfach. Dann muss ich manchmal schmunzeln. Soll vorkommen. Autsch. Schon wieder, ich sag hier schon wieder Autsch. Warum sag ich mal Autsch, wenn ein Auto gegen die Wand fährt oder so? Das ist doch. Ach so, ich bin ja ein Roboter. Ja, Roboterliebe. Roboterliebe einfach nur. Deswegen hat der Roboter, also ich, der Roboter, habe Mitleid mit dem Auto, was ja eigentlich auch ein Roboter ist. Also das ist quasi eine Maschine. Ja, deswegen habe ich Mitleid, weißt du? Deswegen sage ich Autsch, jetzt verstehe ich das. Aua. Jetzt erschließt sich es mir. Ach so, ich habe ein Rad ab, ne? Habt ihr das schon gesehen? Weil ich habe ja hinten immer ein Ersatzrad. Jetzt habe ich offiziell ein Rad ab. Wow. Wie Glück ich immer habe, dass ich hier nicht irgendwo gegenbrettere. Moment. Ja, ich muss reden ganz viel. Das, Wow! Was war das denn gerade? Oh! Wie ist der gerade geflogen? Das sah ja geil aus. Einfach nur im Augenwinkel, einfach nur. Ist er erstmal geflogen. Das war ja geil. Naja. Ganz viel fahren, ganz viel reden. Ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Ich vergesse immer nur zu reden. Das ist immer. Nase! Nein! Danke, Nase! Du blöde Kacknase, ich reiß dich gleich aus dem Gesicht. Diese blöde Kacknase. Ich reiß sie mir gleich aus dem Gesicht und steck die mir in den Arsch. Damit sie einfach nur Scheiße riechen kann. Weil sie auch Scheiße ist. So. Jetzt habe ich meine eigene Nase gedisst. Oh, seine eigene Nase dissen ist auch geil. Das ist auch extrem geil. So. Oh. Komm! Los! Ab ins Ziel, Junge. So. Alter, was ist denn hier los? Ja! Fahr mir. Der hat mich erstmal spazieren gefahren hier. Erstmal spazieren. Aua! Spazieren fahren. Ich sag ja, immer nachtreten. Immer nachtreten einfach nur. Das ist unfassbar. Immer nur nachtreten, einfach nur. Das ist unfassbar. So, weiter geht's. Fortsetzen. Weil ich gucke, ich bin ja manchmal von dem laufenden Stream so fasziniert. Da gucke ich immer hin, so, und sage gar nichts. Sollte ich mir mal abgewöhnen. Weil da spielt die Musik nicht da. Ne? Das muss ich mir mal angewöhnen. Was? Parking Lot Derby. Ja, ich kann wieder Hater spielen. Hater spielen ist schön. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich einen Wunderkanal habe, also bezüglich auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich bezüglich dazu einen Wunderkanal habe, aber ich habe wieder Hater-Kommentare. Immer gut, ab und zu habe ich ein paar Daumen nach unten, aber ich habe keine Hater-Kommentare. Wo sind die? Jeder YouTuber, jeder meckert rum, dass die nur noch Hater-Kommentare kriegen und oder dass sie viele Hater-Kommentare kriegen. Nur ich weiß nicht.
Keine Ahnung, woran das liegt. Ich meine, ich bin froh, ne? Ich will ja nichts dagegen sagen. Nicht, dass ich mir die wünschen würde, aber ich finde einfach nur, es ist ein komisches Phänomen bei mir. Komm her! Driver Par Alter! Driver Parallel Lines, das ist momentan so. Ich mache ja Spiele, die mir Spaß machen. Nur Driver, ich habe, das ist irgendwie komisch. Damals hat mir das Spaß ohne Ende gemacht. Und als ich das mal wieder spielen wollte, wollte ich ja auch gleichzeitig ein Let's Play von machen. Und dann gefiel mir das im Nachhinein nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil damals war das ja noch neu, wo ich das gespielt habe. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Da bin ich auch sehr weit gekommen. Aber nachher, da ging mir die Lust verloren. Und wenn mir beim Spielen die Lust verloren geht, dann lasse ich das auch. Und deswegen ist das auch so, dass ich das jetzt Play beendet habe. Ohne das halt fertig zu machen. Das tut mir leid, aber. Aber wenn mir das keinen Spaß macht, dann ist das so gezwungen. Und ich mag nicht, wenn man das so gezwungen aufnimmt, dann wird das einfach scheiße. Das mag ich nicht. Ich mag lieber Spiele machen, die mir Spaß machen. Und ja, wenn mir die Spiele halt keinen Spaß machen, dann ist das Blödsinn, sie halt als Let's Play zu machen. Weil das halt echt blöd rüberkommt. Ich lasse mir jetzt Zeit, ne? Das ist unfassbar. Ich bin hier kein. Ich bin hier. Ich. Wow. Ich bin ja hier in kein Let's Play. Ich bin hier ja in keinem Rennen, wollte ich sagen. Weil ich hier einfach nur labere. Und dabei habe ich. Weil ich habe so im Kopf eingespeichert. Wegen Most Wanted. Wegen die Forspeed Most. Alter. Alter, kannst du mal zurücksetzen? So. Ich habe so in mir eingespeichert von Need for Speed Most Wanted, dass wenn ich so viel labere, ich verliere. Ja. Nee, dass wenn ich so viel labere, dann will ich einfach nur fahren. Einfach nur. Und will Erster bleiben. Und ja. Das habe ich so drin. Und wenn ich so Derby fahre, dann muss ich mein Gehirn erstmal wieder umstellen. Dann muss ich mein Gehirn erstmal umstellen. Alter, was hier abging. Was da gerade abging. Die kuscheln da alle, du meine Fresse. Gruppenkuscheln ist das. Lasst mich mitkuscheln. Ich will auch kuscheln. Was? Für 5 Minuten weg, ja. Ja, du kannst ja. Zur Not kannst du dir das auf YouTube angucken. Da lade ich es ja hoch. Wow. So. Mann! Ich fahre da gar nicht mal rein. Komm hier! Oder ich mache mal eine kurze Pause. Ich mache mal eine kurze Pause. Warte mal. Dann gehe ich mal erstmal wieder in den Talk. Warte mal. Gehe erstmal auf den zweiten Bildschirm. Gehe in den Talk. So. Bin ich im Talk? Ja, gut. So. Dann machen wir mal eine kleine Pause. Dass du mal kurz. Weil ich brauche auch mal eine 5 Minuten Pause, weil, Alter. Boah, ist das warm! Das ist warm einfach nur. Kann ich mir jetzt eine Zigarette machen, eine rauchen, was trinken? Das Übliche halt. Boah, das ist ja. Das ist unfassbar. Wie lange nehme ich schon auf? Alter, 3,5 Stunden. Boah. Das ist schon krass. Es ist warm. Ich sitze hier im T-Shirt und ich schwitze wie ein Bulle. Das ist unfassbar.
Wenn man eine Zigarette machen will. So. Mir ist so warm, Alter. Mir ist einfach nur so warm, einfach nur. So. Oh. Alter, mir ist so warm. Warum ist mir so warm? Ich schwitze wie ein Bulle, ey. Ich schwitze wie der Bulle von Zölz beim Essen. Nee. Boah, so. Werden wir mal trinken. Ah, das hätte nicht ganz angezeigt, ne? Ja. Naja. Sieht man mal das, was hier geschrieben wurde. Kann man ja mal. Kann man ja auch mal hochscrollen. Nö. Ich meine, das sieht man auf YouTube jetzt nicht so extrem, aber weil die Aufnahme, die ist einfach nur. Naja, das Verhältnis hier so von den Schriftarten ist einfach nur ein, ist einfach nur ein Dream. Aber naja. Was soll's, ne? So. Päuschen. Ein Bäuschen. Und für alle Leute, die das gerade sehen, auch auf YouTube, Rauchen ist ungesund. Ne? Wollte ich mal gesagt haben. Nicht, dass ihr anfangt zu rauchen, das ist nicht gut. Ne. Rauchen ist ungesund, das sollte man nicht machen. Ich mache es, weil ich bescheuert bin. Weil ist eigentlich eine echt lustige Geschichte, die ich mal erzählen kann. Und zwar war das so. Damals ich und mein Kumpel, wir haben da so, weil er kein Internet hatte, bei sich zu Hause, da hatte er kein Internet und sind wir abends so schlafen gegangen, getrennt, ne? bin da nicht schawul und sind so schlafen gegangen, dann hat er mich so aus dem Schlaf gerissen und hat gesagt, ey Alter, lass meine rauchen. Ich war ja damals noch Nichtraucher. Eigentlich überzeugt der Nichtraucher. Warum ich mich hab hinreißen lassen, weiß ich auch nicht. Und, warte mal. Muss ich erstmal wieder hier. So. Weiß ich, warum ich mich hab hinreißen lassen. Das weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall. Sind wir denn ans Fenster gegangen? Und dann hat er. Ich habe. Also, Lunge geraucht habe ich da noch nicht. Das habe ich ja. Damit habe ich später angefangen. Habe ich halt Backe geraucht einfach. Und der ging mir so auf den Sack einfach nur. Der ging mir sowas auf den Senkel. Weil ich einfach nur schlafen wollte. Es war 3 Uhr morgens. Der hat mich aus dem Bett gerissen und wollte eine rauchen mit mir. Und ich habe gedacht. Ich habe einfach nur gedacht: Alter, leck mich am Arsch, lass mich schlafen! Ne, und. Ja, dann bin ich halt, habe mich halt überreden lassen, bin dann mit ans Fenster und hat er mich halt ein bisschen gezwungen, halt zu rauchen. Und so stehe ich nun da halt, ne? Mit der Zigarette im Maul. So stehe ich nun da. So. So, dann mache ich langsam mal weiter. Dann mache ich schon mal weiter. Ups, Kabel hängt. So, warte mal, guck
Kopfrevier zurück, sonst kriege ich einen Hörsturz. Die mache ich mal wieder. Nee, so, ne? Ich weiß das nicht, muss ich im Spiel sehen. So, dann switche ich mal wieder rüber. Ach, ich muss das ja anders machen wieder, ne? Warte mal, ich mache da mal Flatout 2. So. So. Ja, jetzt sieht man nichts. So. So. Da bin ich wieder. Und ja. Ja, das Rauchen, das ist immer so eine Sache. Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Da dreht sich was. Sogar zwei. Da drehen sich zwei Sachen. Ja, Mensch. Hatte kurz eine Pause gemacht. So eine kleine Laberpause. Extra, hast du nichts verpasst. Guck mal, da dreht sich was. Da dreht sich unter mir dreht sich was. So zwei Sachen. Was ist das? Was ist denn das? Das sieht ja strange aus. Werden die nicht mal. Die müssen doch irgendwann kotzen, wenn sie sich so weiter drehen. Naja, machen wir weiter. Nee. Sah ja gesund aus, auf jeden Fall. Aber wieso hat sich das. Wieso hat sich das denn gedreht? Verstehe ich nicht. Warte mal. Dann kann ich auch mal. Moment. Ich will meinen Stream wiedersehen. So. So. Weiter geht's. So. Weiter geht's. So. Mal wieder einen Hater rauslassen. Ah ne, der ist schon Schrott. Nee. Auto poppen. Oh, das muss zensiert werden. Oh. Da hat er einfach mal so ein bisschen das andere Auto begattet. Mein Auto hat bestimmt Viagra genommen. Das ist ein bisschen horny gerade. Ich darf das sagen, schon spät. Du sollst nicht. Mein Auto soll sich nicht schlafen legen. Ich muss auch noch fahren. Ich muss auch noch Auto schrotten. Mein Auto sieht sehr gesund aus, wenn ich das mal so sagen darf. So. So. Was steht denn da so in der Ecke? Schämt er sich? Alter, wie der geflogen ist. Nein, ich hab ein Rad ab. Ich hab ein Rad ab. Nein! Also jetzt im Spiel. Na gut, privat habe ich auch ein Rad ab, aber im Spiel habe ich jetzt offiziell ein Rad ab, ja. Toll. Bin ich Erster? Ich will Erster werden. Wenn schon. Mann. Meine Nase juckt schon wieder. Halt. Och. Die kuscheln alle ohne mich. Bin voll der Außenseiter gerade. Ich will auch kuscheln! So. Alter, da fliegen mir sämtliche Teile entgegen. Die sammeln Greenpeace wahrscheinlich wieder auf. Weil Greenpeace sammelt ja die ganzen Teile auf, die hier rumfliegen einfach. Das machen die nebenbei sie einen Baum knutschen. So. Guck mal hier. Alter, wie viel Pech muss man haben, dass man die alle verfehlt? Kommt mal einer? Nee. Ich meine, erscheinen, nicht kommen. Weil kommen ist, naja. Du weißt schon. Kommen ist was anderes. Na gut, das Auto kommt, wenn es schon Viagra genommen hat und das andere Auto begattet, dann ist das naheliegend, dass es auch mal kommt. Autsch! Dann ist es sehr naheliegend einfach nur.
Ja, noch ein paar Schilder mitnehmen. Und du lässt mich in Ruhe. Ja, den Bänden geschrottet. Und den anderen, und der andere hat sich selber geschrottet, indem er mir reingefahren ist. Das ist bestimmt sehr gesund. In der Pause, die ich eben auch gemacht habe, selber, da habe ich jetzt auch mal eine geraucht und so. Kann man ja machen. Und, ja. In der Pause habe ich auch nur erzählt, wie ich zum Rauchen gekommen bin. Und war ja eigentlich auch eine lustige Geschichte. Das, naja, na gut, lustig ist es nicht. Also, wenn einem das so aufgezwungen wird, dass man raucht, dann ist das eher traurig, dass ein Kumpel das einfach mal so machen kann. Oder so macht, weil das ist. Weil Rauchen ist so eine ungesunde Sache einfach. Das muss man keinem aufzwingen. Und das hat der Kumpel ja gemacht. Mit dem ich übrigens nicht mehr befreundet bin. Kann ich auch mal. Dankeschön. Autsch. Könnt ihr sich auch mal selber schrotten? Weil mein Auto sieht dezent gesund aus. Geh mir von der Pelle, Junge. Komm her. Och Mann. Dieser Saftsack. Dieser Saftarsch. Komm her, ich will dich begatten. Schon wieder ich. Warum? Ich weiß warum. Deswegen beende ich das mal. Weil... wir machen das gleich nochmal. Mir fehlt nämlich noch eine wichtige Sache. Das erhöht nämlich die Stabilität. Dann gehe ich nämlich nicht so schnell Schrott. Was ist mit meiner Aussprache los heute? Na gut. Ich wollte gerade gucken, wie lange ich aufnehme. Boah, fast 4 Stunden. Was? Naja. So. Das macht irgendwie Spaß, so. Das kann ich stundenlang zocken. Na gut, würde ich ja auch nicht streamen, wenn es keinen Spaß machen würde. Ist ja wie mit Let's Play aufnehmen. Hast du ja schon erklärt. So. Ja. 37%. Das läuft ja. So, machen wir nochmal. Na gut, zweiter. Ich bin halt so eine Perfektionsschlampe, weißt du? Na, ich muss das einfach als Erster schaffen. Sonst bin ich nicht glücklich. Und gerade wenn es sich um Derby handelt. Weil wer es Let's Play kennt, da raste ich ja gerne aus und schrotte die anderen gerne. Da bin ich ja involviert, sag ich mal. Wie hier überhaupt keine Erwische. Mann, das ist gemein. Das ist so gemein, ich erwische hier überhaupt nichts. Ich fahre hier, drehe einfach meine Ehrenrunden. Wenigstens ihn habe ich erwischt. Bin nur glücklich, wenn ich Jack Benton schrotten kann. Weil ich ihn hasse. Weil ich ihn hasse. So. Ist auch mal, mir ist auch was Lustiges passiert, aber beim, also nicht direkt im Ultimate Kanish Let's Play, sondern danach. Da hat mir nämlich einer geschrieben, wie ich den Canyon kriegen kann. Also den Geländewagen aus einer Straßenklasse. Und wisst ihr, wie der hieß? Der hieß Jack Benton. Alter, wo ich das gelesen habe, den Namen, Alter, ich habe da so gefeiert einfach nur. Und da habe ich ihn auch einen Kommentar drunter gesetzt, dass es nur im Spiel ist, dass ich ihn hasse, dass das nichts Persönliches ist. Fand ich schon geil, habe ich abgefeiert. Das fand ich super. Ich weiß nicht, ob der User das bewusst gemacht hat oder... Ob das einfach nur Zufall war, das weiß ich nicht.
Das könnte er mir ja in diesem auf YouTube ja auch mal schreiben. Wäre nett. Weil für mich muss man sowas nicht extra machen. Das ist zwar lustig, aber der liegt auf dem Dach und ist nicht mal Schrott, wenn ich ihn anfahre. Obwohl er schon qualmt und. Na gut, er hat das für mich erledigt. Dankeschön. Und der Jack Benton ist noch heil. Was? Komm her! Nein! Hab den Benton nicht erwischt. Mist. Oh, ich bin ja fast noch heil! Alter! Was das so ausmacht, ne? Oh. Den habe ich jetzt aus Versehen. Den habe ich jetzt aus Versehen geschrottet. Das war ja geil. Steh da nicht rum, Junge. Komm her! Na gut, doch, bleib stehen, dann habe ich leichteres Spiel. Komm mal her. Bam! Du bist noch nicht Schrott. Wie viel hältst du denn aus? Das ist ja unnormal. Komm doch mal her. Man gewonnen hätte ich jetzt sowieso, auch wenn ich nicht schrotte, aber. Sag mal! Junge! Ich will dir nicht 300 Jahre verbringen, indem ich versuche, dich zu schrotten. Wo bist du? Da. So. Was? Was ich als nächstes von Need for Speed Let's Player. Das weiß ich. Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe da zwar noch ein paar da. Warte mal. Ups. Habe ich die hier zum Beispiel rumfliegen? Hab zum Beispiel das hier noch, wie man das sieht. Dann habe ich. Wo ist denn das andere? An der Kasse habe ich auch noch. Was? Ja, Underground 1 habe ich hier noch. Oh, das habe ich noch. Ist ja auch gar kein Product Placement, ne? Nein. Nee, aber was weiß ich nicht. Ich habe auch andere Rennspiele noch, die ich noch gerne machen würde. Aber ich habe keine Ahnung. Nein, nicht schon wieder wiederholen, sag mal. Bin voll durch gerade. So, machen wir mal fortsetzen. Aber noch ein Need for Speed Teil würde mich schon, ja, das würde schon mir schon würde mich schon antun, auf jeden Fall. Weil gerade Underground 1 und 2, ich finde die so geil einfach. Ups. Ich finde die so geil einfach. Die habe ich auch ohne Ende abgefeiert. So. Und das ist schon, ja, ich finde es könnte schon passieren, dass ich eins von beiden dann spiele. Wissen tue ich es noch nicht. Das steht noch in den Sternen. Obwohl nur draußen keine. Sch Draußen ist es extrem wolkig. Also kann ich keine Sterne sehen. Na gut, wenn ich mir einen Hammer auf den Kopf semmele, dann sehe ich Sterne. Alter, was ist denn das für ein Kontrast, Junge? Was ist das? Alter, Tschernobyl? Fahre ich hier gerade in Tschernobyl oder was? Alter! Was sind das für ein Kontrast? Boah! Ich sehe mein Face gerade im Dings, Alter. Muss ich putzen. Boah! Alter! Das habe ich aber nicht eingestellt gerade. Was ist mit dem Spiel los? Boah! Der Kontrast ist ja mal krass. Das ist unfassbar. Ich sollte mal wieder mehr quatschen, ne? Weil, wenn man so sich so die Position anguckt, ne? Sollte man mal intervenieren, sag ich mal. Was ist mit dem Kontrast los? Fahr ich hier wirklich in Tschernobyl oder was?
Alter. Das ist ja unfassbar. Weil normal ist es nicht. So wie es hier aussieht. Oder ich bin bescheuert, ich weiß auch nicht. Das sieht es ist. Aber normal sieht das nicht so aus. Oder ich bin das anders gewohnt. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Wow. Oh. Ich wollte eigentlich im Tunnel fahren und nicht außerhalb. Na gut, im Tunnel müsste ich wahrscheinlich Maut bezahlen, deswegen bin ich außen rum gefahren. Und, weil Maut bezahlen ist ja scheiße. Weil selbst hier in Rostock habe ich ja auch einen Tunnel. Da musst du ja auch Maut bezahlen. Und, naja. Ja, ich laber wieder. Das siehst du, ich rede wieder. Das ist sehr schön. Ja. Nee, den Tunnel, den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Also der ist ja auch nicht gerade neu. Und, den gibt es ja auch schon länger. Und sollte mein Auto mal wieder aufrüsten, weil sonst kriegt man da dezente Probleme. Also wenn man mir Fragen stellt, finde ich auch schön. Die beantworte ich auch gerne. Wenn es keine Fragen sind, die ich entweder kaum beantworten kann oder die ich nicht beantworten möchte, dann, aber das suche ich mir ja dann selber aus. Alter, was ist mit dem Rennen hier los? Was ist das für ein Kontrast, Junge? Das ist ja. Ich weiß nicht. Das ist komisch. Was ist hier los? Was ist denn hier los, ey? Kiwis. So, erster geworden. Yeah. Da zischt er an mir vorbei. Au! Immer rein im Arsch, ne? Das hört sich falsch an. Ich muss mal gerne Pause machen, muss meine Flasche mal wieder auffüllen, weil das sieht aus, als wenn ich reingepisst hätte. Das ist mein Morgenurin, weißt du? Mein Morgenurin. So ein guter Mittelstrahl. Oh. Ich meine, soll ja eigentlich auch gesund sein. In irgendeiner Weise. Ich würde es nur ekelhaft finden. Seinen eigenen Urin trinken. Jetzt zeige ich das Ding da an die Kamera, Alter. Oh nee. Oh nee, meine Witze manchmal, das ist. Da muss ich manchmal sogar selber lachen. So. Mal wieder ein bisschen Rennen fahren und so. Wow! Was war das denn gerade? Alter, fliegt er erstmal auf mir rüber, über mich rüber. Der hat bestimmt genug Red Bull gesoffen. Erstmal Red Bull inhalieren als Auto. Red Bull verleiht Flügel. So. Ich kriege auch langsam ein paar Problemchen, weil so lange nehme ich eigentlich nehme ich ja so lange gar nicht auf. Wenn ich mal so eine Aufnahmesession mache, dann geht die ja meistens, weiß ich nicht, 3, 4 Stunden, also maximal 3, 4 Stunden geht ja auch so eine Aufnahmesession. Und länger mache ich denn gar nicht. Mein gut, jetzt sind es auch schon wieder 4 Stunden, die ich hier aufnehme, aber. Naja, ne? Ich habe auch noch nie gestreamt. Das ist ja mein erster gerade. Und.
wird auch sicher nicht mein letzter bleiben. Das kann ich schon mal versichern. Ich muss nur gucken, wann ich das denn machen will. Ich meine, natürlich werde ich es wieder eine Woche vorher ankündigen. Wann ich denn wieder streame. Weiß nur nicht, ob ich da denn Live-Display machen soll oder nicht! Aua! Könnt ihr mir mal von der Pelle gehen? Ich weiß, mein Arsch ist sexy, aber geht bitte von meinem Arsch weg. Achso. Da fahren sie mir alle hinterher, du. Ich bin sexy, Weißt du, das ist der Axe-Effekt. Wenn man die Werbung noch kennt, das ist der Axe-Effekt. Da sind auch immer allen die Frauen hinterher gerannt. Weißt du? Das ist der Axe-Effekt. Ich habe das Auto damit eingesprüht. Deswegen folgen die mir alle. So ist das. Was? Ja, ich finde das für den ersten Stream ist das auch nicht schlecht. Ich habe da mit Fehler gerechnet, mit Aufnahmefehlern, mit Aufnahmefehler können zwar noch passieren, aber ich hoffe nicht. Aber ich habe damit gerechnet, dass es ohne Ende ruckelt. Ich habe damit gerechnet, dass der Sound scheiße ist. Also ich hätte mit 1000 Fehlern gerechnet einfach. Und dass das so gut läuft, finde ich echt gut. Finde ich echt cool. Ich meine, gut, ich habe mir auch Tutorials vorher angeguckt, wie man denn das Streaming-Programm denn ordentlich einstellt. Habe ich denn so gemacht, wie er das da beschrieben hat. Und habe mir dann auch so 10 alles vorab eingestellt, was ich denn so machen kann und alles. Und das lief eigentlich ganz gut. Ich meine, ich habe es ja vorher auch getestet und alles und bin da zufrieden mit. Also, kann man machen. Siehst du, du hilfst mir beim Rennen, weil du mir ein Thema zum Reden vorschlägst, sag ich mal. Oder, dass ich darauf eingehen kann. Geh mir vom Hintern. Geh mir vom Arsch. So. Ja, das ist immer gut. Das ist halt meine Taktik. Das ist, ja. So. Aber meine Nase juckt. Ich steck die mir wirklich gleich zur Strafe in den Arsch, dass die meine. Und dann furzt sich mal richtig, dass das richtig schön stinkt. Weißt du denn. Und dann lege ich sie auf den Tisch, dass erstmal der Geruch verfliegt, weil ich will das ja nicht selber riechen. Und dann, habe ich meine eigene Nase bestraft. So. Weil die immer juckt einfach nur. So. Man wird langsam heiser, ne? Das ist. Man ist da nicht dran gewöhnt, weil ich nehme mal immer so viel vorab auf. Und da ist man gar nicht dran gewöhnt, extrem lange aufzunehmen. Das merke ich langsam so ein bisschen, wenn ich das so vergleiche vom ersten Moment aus, wo ich angefangen habe aufzunehmen oder halt zu streamen. Komm her! Wo fahre ich denn hin? Oh Mann, ich wollte ihn gegen Baum semmeln, Junge. wo ich angefangen habe, da klang ich, ich weiß nicht, ob das so ist, da klang ich dezent anders. Kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich das noch nicht angeguckt habe, aber könnte so sein. Mann, geh mir vom Dach. So. Ich habe zwar einen Dachschaden, aber da musst du nicht raufgehen, um ihn zu reparieren. So. Ach, Mann. Ist aber mal schön, ohne Let's Play mal ein Spiel zu zocken, einfach mal so. Das finde ich schön, wenn man so streamt. Weißt du, da kann man einfach mal so ein Spiel zocken, was man jetzt nicht als Let's Play hat. Noch nicht.
Ich sehe mich schon irgendwann wieder kommen, dass ich das auch Let's Play. Das ist, naja. Wow, was war das denn? Da hat mich das Hütchen aus der Bahn geworfen, quasi. Das Fahren ist des Müllers Lust, das Fahren ist des Müllers Lust, das Fahren. So. Naja. Eigentlich ja das Wandern, aber der Müller, der ist so faul geworden, dass er sich ein Auto geschnappt hat und einfach mal losgefahren ist. Oder er hat sich einen Bus genommen, das geht auch. Entweder ein Bus oder ein Taxi. Das, das muss man, das kann man sich denn so selber mal. Nein, nicht der Baum! Oh. Habe ich einfach mal einen Baum geknutscht und das von. Mit meinem Arsch habe ich den Baum geknutscht. Das muss ein sehr geiler Baum gewesen sein. Nein, nicht schon wieder! Sag, habe ich einen Baumfetisch oder was ist hier los? Mann! Alter, geh mir von der Haube! Junge! Alter, ich bin Achter? Was? Nee. Ich sollte mir quatschen, aber ich quatsche ja schon die ganze Zeit. Was ist mit mir los? Na gut, ich rede nur Scheiße. Daran kann es wahrscheinlich liegen. Ich brauche ein Thema! Wenn man mal aus Versehen im Chat guckt, dann ja, landet man an einem Baum. Natürlich. Es ist ja unfassbar. Junge! Jetzt habe ich gerade die Stelle gesehen, wo ich an den Chat geguckt habe. Alter. Das ist ja auch blöd eigentlich. Man ist da total abgelenkt. Oh, es ist immer noch so warm, Mann. Ich mach gleich mal Fenster auf. Ich mach das Rennen gleich nochmal. Und dann mache ich mal eine kurze Pause. Weil dann gehe ich mir nochmal. Dann gehe ich mir nochmal den guten Morgen-Urin, den gebe ich mir erstmal nachfüllen. Und dann mache ich mal Fenster auf, weil mir so warm einfach nur. Ich meine, Schweiß an der Stirn sieht man nicht, weil ich an der Stirn ja gar nicht schwitze im Moment. Aber es trieft unter den Armen einfach nur. Ding, 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 ding. Was? Ding, 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 ding. Ne? So. Nee, ich fahre das jetzt nochmal und dann, wenn ich das denn gewonnen habe, mache ich eine kleine Pause. Gehe dann in den Talk, sag ich mal. In den Talk-Bildschirm. Oder ich gehe dann in die Pause. Vielleicht auch beides, mal gucken. Kannst du mir auch mal von der Haube gehen, Junge? Oh, nein, nicht schon wieder. Was hab ich nur mit Bäumen gerade? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar einfach nur. Wenn ich das sogar schon mit dem Morgenurin erwähne, auf Klo könnte ich vielleicht auch nochmal. Dann kann ich mit dem Morgenurin frisch ab Quelle abzapfen. Bah, ekelhaft. Entschuldigung. Oh. Wow. Alter! Leitplanken-Sliding ist hier noch nicht. Ich will hier kein Leitplanken-Sliding machen. Das ist ungesund. Aber nur fürs Auto, nicht für mich. Yeah, ich bin noch Erster. Fragt sich nur, wie lange. Na, die Runde, die ist auch ein bisschen gelitten. Die ist auch ein bisschen gelitten. Ne? Wow. Yeah, ich habe wieder offiziell ein Rad ab. Voll geil. Ich könnte das ja auch mal so machen, wenn ich mit dem Auto ein Rad verliere, dann rede ich wie ein Behinderter. Dann rede ich einfach nur wie ein Behinderter. Vorher rede ich ganz normal, aber hinterher kann ich ja wie ein Behinderter reden. Wäre auch mal lustig.
Ich meine, ich will jetzt nicht keine Behinderten diskriminieren damit. Das will ich nicht machen. Das soll ja auch nur zum Spaß sein. Nicht, dass auf YouTube wieder einer schreibt oder wenn da einer schreibt: "Nee, du hast voll den Behinderten diskriminiert, gib dir voll einen Dislike, Mann." Weißt du, das muss ja nicht sein, aber. Ich mache ja nur meine Späßchen. Wenn man mich kennt, der wird das denn wissen. Man muss ja nicht immer ernst sein beim Let's Play. Das ist. So eine ernsten Let's Plays finde ich auch blöd. Weißt du, das. Man muss ja auch mal mal einen kleinen Scherz machen oder mal was Dummes im Spiel anstellen, weißt du? Dass es auch interessanter wird, sag ich mal. Weil wenn man das nur aufnimmt und sagt: "Ja, wow, ich mach fahr hier gerade und naja, es ist langweilig. Wenn man alles so, wenn man einfach nur so spielt, ohne irgendwelche Sachen. Ja, ich hab geredet, geil. Au! I! Der stand eben unter mir. Der hat mich gerade unweigerlich begattet. Aua. So, was ich jetzt mache, habe ich ja schon gesagt, habe ich angekündigt. Ich muss mir mal ein Hotkey dafür legen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Hätte ich ja in der Pause machen können. Und ich habe Schluck auch. Schön. So, dann gehe ich mal gleich in den Talk. Warte mal. Zack. So. Da sind wir. Alter, ich schwitze wie ein Mastschwein. Das ist unfassbar. Ich schwitze wie ein Mastschwein. Das ist so ekelhaft einfach. Wie lange nehme ich schon auf? Alter, 4 Stunden und 10 Minuten. Alter, ich schwitze wie Sau. Ich würde ja oben ohne gerne sitzen, aber das geht nicht. Ich will nicht, dass ihr noch horny werdet. Das geht nicht. Also nicht nur auf Dings zu schauen, im Livestream, sondern auch auf YouTube. Weil auch die Zwischensequenzen, die werde ich dann auch hochladen. Also ich lade das insgesamt hoch. Werde das nur in Stundenabschnitten schneiden, weil das doch, Alter, ich kann nicht 4 Stunden am Stück auf YouTube hochladen. YouTube versohlt mir den Arsch hinterher. Das geht nicht. So. So, dann gehe ich mal. Dann mache ich mal kurz eine Pause. Ich mache für mich selber mal eine Pinkelpause und für euch auch. Zumindest für die auf Twitch. Und mach meinen Pausebildschirm mal an. Auge jucken. So. Was? So. Mach denn mal das Mikro aus. Kurz. Bin gleich wieder da. Will mir nur Brause holen und. Na, Brause nicht, Tee. Und mal auf Klo. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich gehe nochmal am Quasselbildschirm. Weil ich noch eine rauchen will. So. Ach, so. Erstmal das hier rede mal. Ja, mein Lieblingsspiel. Das kann ich so an sich gar nicht beantworten, weil ich habe so viele Spiele, die ich gerne spiele, einfach. Da jetzt ein Spiel zu finden, was ich hinausstechend gerne spielen würde, weil ich finde einfach viele Spiele einfach viel zu gut. Ich habe viele Lieblingsspiele. Das ist wie mit Musik, weißt du, wenn man nicht mich fragt, was ist dein Lieblingslied von Rammstein, dann kann ich keinem genau sagen, weil ich alles einfach von der Band gut finde und naja, alles nicht, aber man hat ja schon seine Favoriten bei den Liedern und das sind ja nur wenige. Also bei Spielen ist es ja genauso.
Das ist ja genauso. Bei Spielen, da habe ich mehrere Spiele, die ich echt gerne spiele. Was ich aber nur ab und zu mache. Weil, naja, ne? Man nimmt ja nicht nur auf, man muss ja auch mal schneiden und rendern und hochladen. Das dauert alles. Wenn ich mal ehrlich bin, ich meine, gut, ich bin ja jetzt in den Tagen fleißig gewesen, weil wenn man auf meinen Kanal geht, auf der Info, dann sieht man unten maximal alle 3 Tage kommen ein Video. Und in der letzten Zeit habe ich fast jeden Tag 3 Videos hochgeladen und ja, ne? Das liegt ja auch am, liegt aber auch an meinem Biorhythmus, weil momentan, weil ich war ja im Krankenhaus und ich soll ja morgens, mittags, abends Medizin nehmen und so. Dieses weiße Pulver einfach. Und was überhaupt nicht schmeckt, aber naja, ne. Muss man durch. Und deswegen habe ich am Tag auch einigermaßen viel Zeit und steckt denn meine Zeit dann in meine Videos. Weil das Aufnehmen und, na gut, das Aufnehmen ist mittelmäßig, das dauert auch. Weil ich mache das ja in Aufnahmesessions, wie ich ja schon mal gesagt habe, aber naja, meistens Aufnahmesession 2 Stunden. Und warte mal. Mir fällt das immer zu spät auf. So. Ne, manchmal ist 2 Stunden halt und dann ist es manchmal auch so. Naja. Ich habe Faden verloren. Im Gespräch das Faden verloren, den Faden verloren. Schön. Ja, das Aufnehmen, das geht ja meistens nur 2 Stunden und dann. Dann ist das dann auch so, dass das Schneiden und das Rendern, das dauert. Ich meine, wenn ich manchmal mache oft auch aufwendige Sachen rein, also so Sachen reinschneiden und sowas alles. Ich bin voller Emo, schneid Sachen rein. Nee, nee, naja, das Bearbeiten, das kann im Schnitt, würde ich mal sagen, 1 bis 2 Stunden dauern. Das Rendern dauert dann auch noch 1, 2 Stunden, je nachdem, ob ich das in 720 oder in 1080p rendere. Und gehe schon mal 4 Stunden am Tag drauf, pro Video. Und 3 Videos mache ich und mein Hochladen ist, geht ja schnell mit meiner Leitung. Aber sonst, ja, da hat man am Tag schon genug zu tun, ne? Ich spiele auch gleich wieder weiter, weil ich da auch Bock drauf habe. Immer noch, weil, um aufs Thema Lieblingsspiele noch zurückzukommen. Also Flatout 2 gehört definitiv dazu. Ultimate kann ich auch. Dann Vice City, dann Most Wanted, also die ganzen bis Need for Speed Carbon fand ich die Teile noch gut. Ab dann, ich meine, ich habe zwar das noch hier, den neuen Teil, aber den fand ich nicht gut. Also die Steuerung, die war da so, die Steuerung war da behindert. Ich meine, grafisch und so, ja. Ne, so, ist ja auch normal, weil das auch relativ neu war da auch. Aber ich finde das nie so. Ich habe zwar noch eins hier, Undercover. Das habe ich damals mal auf der Pläse gezockt. Da fand ich das auch nicht ganz so schlecht, aber naja, es war wieder so grenzwertig, wenn ich das mal so sagen darf. Und
Ja, da bei City Flatout. Aber der erste Flatout-Teil, der ist schon recht schwierig. Also der ist schon, hab ich ja auch hier. Muss ich mal raus. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe die Spiele auch original hier. Zum Beispiel Vice City. San Andreas habe ich ja auch noch. Flatout 2 habe ich hier original da. Nö. Flatout 1 habe ich hier. Und noch diverse andere Spiele. Und ich habe schon so viele Spiele. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier hinstecken soll. Weil mein Fach für Spiele ist voll. Das. So. Aufgeraucht und gleich geht's weiter. Siehst du, jetzt lege ich mir einen Hotkey. Welchen nehme ich denn? Ich muss mir den mal aufschreiben. Stift. Stift. So, geh gleich weiter. So ein Hotkey. Welchen nehme ich denn? Ne? Welchen habe ich belegt? Dings habe ich belegt, das habe ich belegt. Nehmen wir 8, nee. So. Dann speichern wir den mal hier ein. Geht gleich weiter. Oh. Ja, Entschuldigung. Hotkey setzen. Das ist nicht der einzige Fehler, den ich hier gerade mache. Aber das kann man ja verschmerzen, nee. Ich will ja auch gleich weitermachen. Deswegen kann ich da auch bleiben. So. So, da sind wir wieder. So. Machen wir weiter im Geschäft des Lebens. Was ist eigentlich das Geschäft des Lebens? Ist das das, wenn man auf Klo, wenn man, ist das das, wenn man auf Klo geht? Weiß ich nicht. Weil mein Geschäft des Lebens mache ich ja eigentlich auf Klo. Weil wer das Video kennt, da bretter ich immer so in die Schüssel. Da ist ja schon die Tür aus den Angeln geflogen. So, machen wir mal weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Rammstein-Zitat. Sowas sollte ich in Zukunft lassen. Ich meine, Hater-Mode ist gut und schön, aber ist gelitten. Autsch. Ja, abends Gemüse. Mal ein paar Gerste pflücken. Ich will mir ein Brot backen. Lange spiele ich das jetzt ja auch nicht mehr. Weil nachher will ich noch Spooky's Jumps auf. Nee, Spooky's House of Jumpscares will ich noch zocken nachher. Dass man dann auch ein bisschen gruseln kann. Naja, gruselig weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Hab's ja schon mal angespielt, aber. Mal schauen. Vor eigentlich bis 23 Uhr machen, das schaffe ich gar nicht. Na naja, gut, ich werde jetzt nicht so lange Spooky's House of Jumpscares machen. Das könnte man schon schaffen, auf jeden Fall. Also will ich noch ein bisschen spielen, weil ich Bock drauf. Weil ich da Bock drauf habe. Aber ein Stream finde ich einfach nur schwierig, zumindest anfänglich. Anfänglich finde ich einfach nur ein bisschen schwierig. Naja,
man hat ja im Hinterkopf, es könnte ja keiner zuschauen. Ne? Man könnte ja allein wieder alleine sein und es guckt keiner mehr zu. Und dann verliert man auch quasi die Motivation, das noch weiterzumachen. Aber da ich ja das im Hintergedanken habe, dass ich das auch bei YouTube hochlade, ne, sehe ich das jetzt nicht so extrem schlimm an, sondern mache das trotzdem so, wie ich das halt sonst machen würde, wenn einer da wäre oder ist. Und ja, weil das ist blöd. Wenn ich das nicht sehe, dass gerade einer reingekommen ist wieder, dann, oder dass es gerade wieder einer guckt, dann, naja, dann weiß ich nicht. Würde ich sie so, dann würde ich entweder überhaupt nichts sagen oder total demotiviert sein oder so. Ich weiß nicht, wie ich da sein würde. Weil ich das ja auch nicht möchte. Was? Ne. Ich hab gequatscht. Ich hab normal gequatscht. Nein. Meine Taktik funktioniert nicht mehr. Warte mal. Meine Taktik funktioniert nicht mehr. Nee, ja. So. Ja. Ich will das mal sehen, wie mit der Knarre, wie ich das gemacht habe. Alter, wie witzig das aussieht. Das sieht ja witzig aus. Ja, mit der Knarre, das sah echt witzig aus. Als hätte ich mir wirklich die Kugel gegeben, einfach nur. Ach Mann. Weil meist macht man das ja auch mit den Händen so. Also, ich will mal so zeigen. Meistens macht man das ja auch so. Aber wenn man so eine Software schon hat, dann, und da keine Kugel drin ist, dann kann man das machen. Also mit Kugel würde ich es nicht empfehlen, weil das tut weh. Weil so ein Bluterguss im Mund, weiß ich nicht. Muss man nicht haben. Jetzt zeige ich das gerade auf live. Das mit der Wumme. Also das mit den Fingern. Wie das so. Deswegen ist es, sage ich ja, es verzögert einfach. Hui. Oh, drei gucken das. Was? Ich habe drei Zuschauer. Herzlich willkommen, würde ich mal sagen. Freue mich, dass ihr meinen Stream schaut. Könnt gerne auch kommentieren. Müsst ihr euch nur registrieren. Und mit mir interagieren. Na gut, ich höre schon auf. So. Alter, ich bin schon wieder Zweiter, was geht? Achso, ich wollte ja meinen Motor noch aufrüsten, ne? Kann das sein? Ah, ich wollte meinen Motor noch aufrüsten. Manno. Das habe ich voll vergessen. Das hab ich voll vergessen, du. Oh, ich bin Erster, cool. Und das ohne zu quatschen. Das ohne zu quatschen, verkehrte Welt gerade. Alter, meine Nase juckt schon wieder. Ich reiß sie mir gleich wieder aus dem Gesicht, ey. Wieso wieder? Ich hab die mir noch nie aus dem Gesicht gerissen. Wenn Michael Jackson noch leben würde, könnte er das. Oh, der war mies. Der war mies.
Ich weiß, Michael Jackson ist tot. Rest in Peace. Ne? Aber so ein Witz kann man ja auch mal bringen. Auch wenn das mies ist, wenn er tot ist, weil der kann sich ja nicht wehren. Na gut, so wehren kann er sich ja auch nicht, weil der guckt das ja nicht. Ah! Achtet doch mal auf mein Auto, Junge. Ich meine, so kann er sich ja auch nicht wehren, aber... Weil er das ja nicht guckt. Wäre eigentlich geil, wenn er meine Videos, mein Stream gucken würde oder mein Video. Wäre lustig. Hier, mein Morgenurin. Werde ich mal ganz sachte abschlürfen. Schön würzig. Bäh. Nein, das ist kein Urin. Das ist Tee. Sehr leckerer Tee. Bei Brause darf ich ja nicht trinken. Kennt ihr den Trink-Ken? Der ist mit Trink-Barbie zusammen. Der, diese Witze. Ich wollte schon wieder auf Neustarten gehen. Was ist los? Ist unfassbar. Oh. Toll, jetzt sind zwei wieder verschwunden. Ich habe Stream-Zuschauer vergrault. Da bist du schon der Morgenurin schuld. Mann. Naja, ist ja egal. Kann man ja auf YouTube gucken. Auf YouTube gucken. Bis 23 Uhr mache ich höchstens noch. Und dann mache ich zum Schluss Spooky's House of Jumpscares. Keine Ahnung wie lange. Und mal schauen. Bürogebäude, Glastürme, eine Parkgarage, Tankstelle, was? City Central. Das erste Mal, dass wir in der Stadt fahren. Hallo, neuer Zuschauer. Ich sehe dich. Ich bin Mr. NSA. Der hier fährt wie ein Honk. ja. Wow. Oder die haben sich registriert, dass sie kommentieren können. Das weiß ich nicht. So. Das kann möglich sein. Hui! Wow! So! Komm her! Ich wollte hinten rein! Arschknutschen! Kennt ihr arschknutschen.de? Das ist eine sehr schöne Seite. Oh! Stell ich mir gerade vor. Auf arschknutschen.de gibt es dann so eine Videos, wo andere Leute anderen Leuten den Arsch knutschen. Das stelle ich mir witzig vor. Und auch ekelhaft. Schon eine Pornoseite für Schwule einfach. arschknutschen.de. So. Ding! Ja, ja. Was? Wow! Hilfe, was? Wenn man in den Chat guckt, das... Obwohl da gar nichts... Obwohl da keiner was Neues geschrieben hat. Schon wieder einer weg. Ich arme Sau. Naja. Ich finde es schade, dass da... keiner... guckt. So richtig. Aber bin ja auch noch ziemlich neu auf Twitch und auf YouTube, boah, geht. Aber sonst, naja. Aua. So, K.
Quietsch. Ja. Oh, ich habe wieder ein Rad ab. Schön. Ach, wollte ich das nicht machen, wenn ich ein Rad abhabe? Oh, das habe ich total vergessen. Entschuldigung, das habe ich echt vergessen. Mache ich im nächsten Rennen, wenn ich es nicht vergesse. Oh, ich habe einen Kopf wie ein Sieb, ey. Das wollte ich doch machen, Mann. Aber schon wegen der Pause zwischendurch. Da tut mir leid. Weil ich wollte doch, wenn ich ein Rad abhabe, wollte ich doch wie ein Behinderter reden. Och Mann. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd, gell? Muss doch Schweizerdeutsch quatschen. Oder war das in Frankli? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. In dem einen Video, wo ich das gemacht habe, bei Aua! Bei Dings. Na. Bei Need for Speed Most Wanted, den einen Part, wo ich das gemacht habe. Da hat sich das zwar gut angehört, aber ich habe da so eine, ich weiß nicht. Ich fand selber, dass sich das irgendwie komisch anhört. Ich weiß nicht. Deswegen habe ich es nachher auch gelassen. Und, naja. Naja. Ich bin ja auch gelernter Deutscher. Deswegen kann ich nicht so gut Schweizerdeutsche quatschen. Das hat eben angehört wie Türkisch. Egal. So, bin ich schon alles Erster. Juhu! Skyscraper Derby. Na gut, den Derby machen wir noch. Aber ich wollte. Siehst du, wo ich vergesse? Upgrade laden. Habe ich hier noch was? Nein. Habe ich hier noch was? Nein. Habe ich hier noch was? Nein. Ich muss gucken. Habe ich hier noch was? Ja. Stoßdämpfer. Und diverse andere Bauteile. Die im Rennen eh wieder abfallen. Reifen, die ich im Rennen auch wieder verliere. Schön. Kaufe ich doch. Na gut, Bremsen verliert man im Rennen nicht, aber. Naja, was soll's. Hier haben wir alles, ne? Genau. So. Machen wir mal weiter. Wie viel haben wir eigentlich schon an Prozent? Wow, 50%. Super. Und das Wurzeln habe ich nicht mit dem Mund gemacht. Einfach mal. Nö. So. Nee. Ich gucke mir dauernd auf der Uhr, ich weiß auch nicht warum. Na gut, ich will 23 Uhr dann aufhören. So, machen wir mal Derby. Kann ich wieder einen Ausrasten-Modus starten? In mir selber. Die haben alle Spaß ohne mich. Was sich falsch anhört. Wow. Ja, genau. Macht weiter. Stört mich noch nicht. Oh, ich habe mich gerade bewegt. Wieso? Man macht so eine komische Bewegung immer. Obwohl das überhaupt keinen Sinn hat. Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Das sind so eine Sachen, wo man sich die Frage stellt, warum macht man das? Ja, geht mal alle auf mich rauf, natürlich. Was habe ich euch getan, hä? Ich wollte haten, nicht ihr. Sag mal, geh vom Auto runter. Ich drehe kein Porno. So. Oh, die hatten zuerst Schrott gemacht. Mann. Muss jetzt schmollen.
Ja, genau. Ich werde verlieren. Ich werde verlieren, Alter. Ich weiß, das ist nicht gerade motivierend, aber... Junge. Jetzt mache ich gerade die Schmolllippe, geil. Alter! Komm her, Junge. Oh, ich habe noch zwei. Wow. Oh. Ja, fand mich her und ramm. Ja, ramm mich. Alter, ich werde so verlieren einfach nur. Alter, wenn ich das noch gewinne, ne? Alter, dann will ich einen Applaus. Ha. Der hat sich schon erledigt. Jupp. Was? Ja, der Magnet ist zurück. Das, stimmt, der Magnet ist zurück. Daran hat's gelegen. Der scheiß Magnet, den ich im Arsch habe. Deswegen sitze ich das auch so unbequem. Hab Magnet im Arsch. Komm her. Bin sauer. Ich hasse euch. Ich will auch sterben sehen. Zwei mit Mal. Autobegatten.de? Kennt ihr das? Nein, ich will keine Autos mehr begatten. Ich will die runter. Mano. So. Alter. Auf jeden Fall gesund. Aua! Sagt mal. Bin ich so grob zu euch? Seht ihr es von mir, dass ich so grob zu euch bin? Ich bin ganz sanft zu euch. Sanft wie eine Feder! So. Wie eine, naja. Wie eine Stahlfeder. Mit Sägezähnen dran. Mit Widerhaken. Naja. Hier, komm! Was der für ein Glück hatte gerade? Komm hier! Oh. Da hatte er noch mehr Glück gehabt. Ja, genau. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh oh. Ja, da hinten stehen sie. Auf sie mit Gebrüll! Warte mal. Gang zurück. Oh, meine Nase schon wieder! Diesmal war das gut, dass sie mich gerammt hat. Das fand ich dezent sozial. Warte mal. Komm her, Alte. Wo bist du? Oh. Man sollte. Na gut. Junge! Mann! Junge, komm mal hier! Alter! Diese Nase! Wunder, dass der mich jetzt nicht gerammt hat. Läuft bei ihm. Wie das aussieht. Oh. Ich musste gerade lachen, weil der da. Oder weil ich selber da meine Nase gekratzt habe. Sah lustig aus. Endlich. Mann, wurde ja mal Zeit. Zurück zum Menü.
Was für ein Menü? Ich habe gar nichts bestellt. Wegen Restaurants und so. Schon die Menükarte. Oh Mann. Ich bin zwar. Hä, ich hab doch alle geschrottet. Warum bin ich Zweiter? Was? Ja, der Zerstörer. Auf jeden Fall. Ja. Ich muss behindert reden, wenn ich den Reifen verliere. Check. Habe ich nicht vergessen. Eigentlich ein Wunder. So, Alter, ich bin Zweiter gewesen. Warum? Das verstehe ich nicht. Water Canal 1. Yay. Meine Lieblingsstrecke. Zumindest einer meiner Lieblingsstrecken. Alter! Ich muss nur darauf achten, wenn ich einen Reifen verliere, dass ich dann behindert quatsche einfach. Und nein, das soll nichts gegen Behinderte sein. Ich wiederhole es nochmal gerne. Ich habe nichts gegen Behinderte. Ich will die auch nicht deswegen. Ich will die auch nicht diskriminieren oder so damit, weil ich denn behindert quatsche. Es ist einfach nur der Lustigkeit halber. Ich will das ja auch ein bisschen Spaß, dass das mit dem Spaß macht. Weil ohne dass man mal einen Witz macht oder mal was Lustiges macht, ist das Let's Play ja langweilig. Du kommst her! Nein! Ich wollte ihn rammen, den Jungen. Zerstörung! Kontext der Zerstörer! Oh. Entschuldigung. Da ging es mit mir durch gerade. Dass ich mir mal angucken, wie der ausgesehen habe, ey, Alter. Alter, wie ich da aussah gerade. Oh Mann. So. Ich bin noch Zweiter. Das kann daran was? Hoffentlich? Warum? Wieso hoffentlich? Lange Stream, ja. Ich wollte eigentlich heute gar nicht so lange machen. Ich wollte eigentlich nur bis 23 Uhr machen. Aber wenn gewollt, mein Können tue ich noch auf jeden Fall. Würde ich auch schaffen. Morgen habe ich ja nichts vor. Muss nur wegen der Aufnahme gucken. Zwischendurch. Weil so eine Festplatte, die ist ja auch begrenzt. Naja. Bespielbar, sag ich mal. Und wenn es dazu noch die Windows-Festplatte ist, weil ich muss das ja zwingend auf der Windows-Festplatte machen. Nicht, dass Windows nach rumspinnt. Dann, naja. Kommt nicht so gut. Der Stream ist geil. Oh, das freut mich. Das freut mich zu hören. Der Stream hat bestimmt Viagra genommen. Ja, auch so ein Stream, der muss mal geil werden. Weißt du? So ein Stream, der wird ja auch nicht jünger. Und der muss auch mal Viagra nehmen. So ein kleines blaues Pillchen einfach. Ich habe bis jetzt noch keinen Reifen verloren. Was geht? Ich meine, ich will das nicht heraufbeschwören, aber das könnte mal dezent eintreten. So. Hui. Autsch. Toll, ich habe die Heckklappe verloren, aber der Reifen ist noch dran.
Der Reifen ist jetzt aber nicht mehr dran. Ich bin behindert. Ich mach mal weiter. So. Entschuldigung. Oh, das hat sich so behindert anfangen gehört. Alter, wenn ich so im ganzen. Alter, wenn ich das so in den ganzen Rennen reden soll, würde, dann, Alter, das ist echt gelitten. Wie fresse dich das hier, Alter. Weil ich sehe das gerade da auch, wo ich so geredet habe. Weißt du, ne? Da ist erstmal verzögert. So sage ich das überhaupt noch. Hab das schon 300 Mal gesagt. Naja. So. Machen wir das Colonel Special Derby. Eigentlich kann ich, wenn noch. Eigentlich kann ich ja bis 23.30 Uhr machen. Oder. Ja, bis 23.30 Uhr mache ich denn. Und dann. Dann werde ich meine Aufnahme mal kurz stoppen und dann wieder aufnehmen, weil. Nee, dann werde ich auch die Aufnahme, die werde ich dann kopieren, weil. Wäre besser, wenn ich dann weiterhin auf einer anderen Festplatte drauf wäre, weil es das überhand nimmt, was die Datei so groß ist. Ich meine, das FLV-Format, das ist. Wird ja nicht so groß sein, aber. Ich habe mir so eine dezente Angst, weil ich nehme ja schon 4 Stunden auf. Fast 5. Habe ich so dezent Angst, dass mir ja alles abkackt. Das muss er nicht sehen, ne? Oder ich mache das nach den Rennen, weil ich habe da wirklich Angst. Ich hab da voll Angst, du. Mach ich kurz mal eine kleine Pause und dann, also mit dem Stream jetzt nicht, also der Stream läuft ja regulär weiter, denn ich mache dann nur mal eine Aufnahmepause quasi. Und dann, wenn ich wieder aufnehme, dann mache ich auch weiter. Und dann können wir weitermachen. Na gut, ich muss das noch kopieren. Das wird auch ein bisschen Zeit dauern, klar. Aber es wird jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Wie geil ich den Übergang gerade gemacht habe. Von der Behindertensprache. Ich muss ja sogar. Oh, ich muss 2 Runden lang so reden. Ich glaube, ich habe eingestrollt. Oh, mein Betreuer hat meine Pampers. Mein Betreuer hat meine Pampers vergessen. Oh, das ist schön warm im Schritt. Oh, warte mal, mein Arsch juckt. Der Rollstuhl. Oh, so ist besser. Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange so reden kann. Warte mal. Was? Na, dass du ihn so gut findest, finde ich sehr schön. Oh. Dass du den Stream so gut findest, finde ich sehr schön. Und ja, ich muss gerade so weiterfahren. Oh, ich glaube, mir geht einer an der Palme. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich noch so reden soll. Oder wie, oder was. Ich fange gleich an zu sabbern. Alter, ich höre mich an, als wenn ich gleich kommen würde. So, erstmal Müll runterbringen. Geh mir, Winner, geh mir weg. Doch nicht so. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich nur so behindert klingen soll. Autsch. Ich meine, Autsch. Ich bin der Erste. Auch Behinderte können gewinnen.
Alter, das Ziel kommt gleich. Oh, Alter. Oh, den ganzen Tag so, die ganze Zeit so komisch reden, Alter, das ist. Oh, Alter, das werde ich aber nur bei dem einen Rennen belassen, weil das ist. Das ist einfach nur bescheuert. Ja, die Stimme ist geil, aber. Oh, ich habe mich da wirklich bremsen müssen, da selber in Gelächter auszubrechen. Das ist. Oh. So. Also, die Stream geht ja gleich noch weiter. Ich werde erstmal noch wechseln. Wieder. Kann man einfach so wechseln? Nee, warte mal. Ich mach das mal wie vorhin. So. 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 Dann beende ich die Aufnahme kurz.